Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Stillen. Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mit euch meine Erfahrungen teilen, die ich in den letzten 7 Monaten gemacht habe, alles zum Thema Stillen und euch Lebensmittel bzw. Getränke vorstellen, die ich während der Stillzeit eingenommen habe, um die Milchbildung zu beeinflussen. Das ist immer ein ganz großes Thema bei frisch gebackenen Mamis. Außerdem werde ich über einen Schreckmoment berichten, bei dem ich rückblickend sehr viel gelernt habe. Fangen wir aber ganz allgemein an. Ich habe in der Stillzeit mich an die allgemeinen Empfehlungen gehalten und habe ausreichend getrunken, ungefähr 2 bis 2,5 Liter am Tag, und bin eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen. Vor der Schwangerschaft habe ich ganz gerne schwarzen Tee getrunken. Das war dann passé. In der Schwangerschaft habe ich dann angefangen, Fenchel-Kümmel-Anis-Tee zu trinken, den ich bis heute noch trinke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern dieser Tee die Milchbildung anregt, aber ich trinke sehr gerne Tee und für mich ist es eine ganz gute Option. Ich habe dann von einer Freundin erfahren, dass der Bockhorn Kleesamtee, natürlich in Kombination mit Fenchel, Kümmel, Brennnessel und Anis, den habe ich mir aus der Apotheke geholt, dass der dann die Milchbildung anregen soll. Den nehme ich ganz gerne als Abwechslung zu dem Fenchel, Kümmel, Anis-Tee. Vor einigen Wochen bin ich auf den Geschmack von Malzbier gekommen. Und den trinke ich eigentlich ganz gerne, obwohl ich süße Getränke nicht konsumiere, aber den trinke ich wirklich ganz gerne. Und bei dem habe ich den Eindruck, dass wenn ich den abends trinke, dass die Brüste voller sind, dass man da den Effekt von Milchbildung ein bisschen anregen kann. Und das ist vielleicht individuell bei jeder Frau unterschiedlich. Bei mir ist schon was zu merken. Kommen wir nun zum Thema Ernährung, die ja besonders in der Stillzeit wichtig ist. Ich glaube, man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man sich ausgewogen ernährt und täglich frisch kocht. Ich habe mit Anfang der Stillzeit jeden Morgen viel Dill gegessen mit einem frischen Salat. Und ab dem 4. Monat habe ich dann langsam angefangen, Knoblauch ins Essen hineinzumischen. Und diese beiden Zutaten sollen die Milchbildung anregen. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass Knoblauch den Milchgeschmack so verändert, dass es dem Baby besonders gut schmeckt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Das werden wir wohl auch nie erfahren. Meine Kleine hat sich jedenfalls nie beschwert. Um den Fettgehalt der Milch zu erhöhen, habe ich täglich Nüsse gegessen, in erster Linie Pinienkerne und Walnüsse. Außerdem habe ich mir sehr gerne ein frisches Avocado in einen Salat geschnitten. Seitdem die Kleine da ist, trinke ich täglich einen Schluck Leinöl jeden Morgen, wegen dem hohen Gehalt an Omega-3, was gut für die Gehirnentwicklung des Babys ist. Das alles sind sehr nützliche Tipps, die man beachten sollte. Ich glaube allerdings, dass die beste Methode ist, um die Milchbildung anzuregen, wenn das Baby regelmäßig beide Brüste abwechselnd leer trinkt. Ja, kommen wir nun zu dem Schreckmoment, den ich bereits am Anfang des Videos erwähnt habe. Und zwar hatte ich im 3. Monat nach der Entbindung eine ganz, ganz starke Erkältung. Ich habe viele Maßnahmen ergriffen, um meine Familie nicht anzustecken. Ich bin als erstes aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Ich habe in jedem Zimmer jeden Tag frisch geschnittene Zwiebeln verteilt, denn das desinfiziert die Luft. Und ich habe mir solche Masken geholt. Ich habe jeweils 2 Stück immer angezogen, sobald ich Kontakt mit der Kleinen hatte. Und all diese Maßnahmen haben tatsächlich geholfen und mein Mann und meine Tochter sind nicht krank geworden. Ich habe an vieles gedacht, an eins allerdings nicht, und zwar
viel zu oder genug ausreichend zu trinken, denn irgendwann an einem Sonntagabend wollte ich meine Kleine stillen und merkte, dass ich keine Milch hatte. Und so saß ich da mit einem schreienden Kind am Arm und mit zwei leeren Brüsten da und war echt kurz vor einer Panikattacke. Mein Mann ist dann in eine Notfallapotheke gefahren und hat eine Milchpumpe geholt. Und die ganze Nacht, alle zwei Stunden, saß ich dann da und habe Milch abgepumpt, um die Milchbildung wieder anzuregen. Und das hat tatsächlich geklappt. Seitdem habe ich eine Milchpumpe im Haus für alle Fälle und Milchpulver. Ein Tipp vielleicht an euch da draußen, unbedingt, auch wenn ihr stillt und alles gut läuft, holt euch unbedingt eine Milchpumpe und Milchpulver. Es ist nie verkehrt, dieses im Haus zu haben. Achtet nur darauf, dass diese Milchpulver nicht in den Apotheken erhältlich sind. Das war jedenfalls bei uns der Fall, weil sie nicht so lange haltbar sind. Ja, das waren meine Erfahrungen, die ich in den letzten 7 Monaten gesammelt habe. Berichtet mir gerne über eure Erlebnisse, über eure Erfahrungen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bedenkt bitte, dass das, worüber wir heute gesprochen haben, meine Erfahrungen waren. Und wenn ihr den ein oder anderen Tipp für euch umsetzen möchtet, dann besprecht das bitte mit eurem Arzt vorher. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über ein Daumen hoch würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und ciao!